Über ihre Beziehung diskutiert ganz Deutschland. Schlagersängerin Michael Wendler, 46, liebt die 18-jährige Laura. Für den Musiker gibt die Schönheit sogar die Schule auf. Doch hat ihre Liebe bei 28 Jahren Altersunterschied überhaupt eine Chance? Kaum zu glauben, aber Laura spricht sogar schon von einer romantischen Hochzeit. Wenn sich zwei Menschen ineinander verlieben und auf Wolke 7 schweben, freut sich das Umfeld in den meisten Fällen wohl mit. Doch bei Michael Wendler und Laura ist das anders. Denn der Wendler ist 28 Jahre älter. Die Beziehung für viele ein No-Go, im Netz werden die beiden heftig kritisiert. Sie ist nur hinter deinem Geld her. Das ist so widerlich, Kindergeburtstag. Michael, die ist doch viel zu jung oder das ist keine Partnerschaft auf Augenhöhe, schreiben die Instagram-User. Doch Laura und Michael ist das völlig egal. Die Netz-Community kritisiert vor allem, dass Michaels Tochter, die nur ein Jahr jünger ist als Laura, unter der Beziehung leiden würde. Aber was sagt Töchterchen Adeline selbst dazu? Es ist natürlich komisch, das kann auch niemand bestreiten, man denkt sich, okay, akzept ihr, ich, aber natürlich, wie kam es dazu, sagt sie ganz offen in der Fox-Sendung Goodbye Deutschland. Das Team von Goodbye Deutschland begleitet Laura auf dem Weg nach Florida zu ihrem Michael. Der Musiker ist ihr erster Freund und für ihn scheint sie alles aufgeben zu wollen, sogar ihre Familie. So Laura. Sie will zu ihrem Liebsten nach Florida ziehen und sich eine gemeinsame Zukunft aufbauen. Lauras Vater soll sogar erst durch die Medien von der ungewöhnlichen Beziehung erfahren haben. Ein Schock für die ganze Familie, schildert die 18-Jährige die schwierige Situation. Das Verhältnis habe sich heute aber wieder entspannt. Was ihre Eltern wohl dazu gesagt haben, dass der Teenie für ihren Freund die Schule sausen lässt. Damit würden die beiden wohl alle schocken. In der heutigen Goodbye Deutschland-Folge sprechen Michael und Laura ausgiebig über ihre Liebe und besonders Laura kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Für sie scheint klar, Michael ist der Mann fürs Leben. Wart. Geht das nicht ein bisschen schnell? Einen Ring vom Wendler hat Laura schon am Finger. Doch der Klunker ist lediglich ein Freundschaftsring. Wer weiß, vielleicht kommt der Verlobungsring ja schneller als gedacht. Michael gebe Laura das Gefühl, etwas ganz Besonderes zu sein. Erzählt sie im TV? Laura wolle Michael keinen Druck machen, aber für 2019 sei sie für alles offen. So,